Herzlich willkommen und damit hallo liebe Leute, wir begrüßen euch zum Podcast der Junior Uni Essen. Wir sind Anna, Marlene, Ronja und Rana und wir leiten euch durch den heutigen Podcast. Hey Rana, Marlene und Anna, was haben wir heute eigentlich für Themen? Zuerst stellen wir euch die Junior Uni vor, seit wann es sie gibt, wie man sich anmeldet und andere wichtige Informationen. Danach geben wir einen Einblick, was man so alles an der Junior Uni machen kann. Anschließend klären wir auf, was es mit dem Begriff MINT auf sich hat. Denn das ist einer der Schwerpunkte an der Junior-Uni in Essen. Als nächstes finden wir dann heraus, was man unter dem aktuellen Motto »Sei so neugierig, wie du willst« verstehen kann. Und zu guter Letzt schauen wir in die Zukunft und spinnen ein wenig herum, wie das zukünftige Gebäude der Junior-Uni aussehen könnte und sollte. Okay, wir haben ja ganz schön viel vor heute. Also legen wir mal los. Ich gebe weiter an die liebe Emilia, Emily und Melina. Erstmal ein paar Fakten. Die Junior Uni Essen gibt es jetzt schon seit über 3 Jahren. Sie ist eine gemeinnützige Initiative der Stadt Essen und der EWG, der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Junior Uni ist ein außerschulischer Lernort und bietet ganz viele verschiedene Kurse zum gemeinsamen Forschen, Gestalten und Experimentieren an. Okay, das war ein kurzer Überblick. Ich frage mich, wer darf eigentlich alles mitmachen? Es gibt eigentlich nur 2 Voraussetzungen. Erstens, man muss zwischen 6 und 20 Jahren alt sein. Und zweitens, man sollte neugierig sein. Mehr nicht? Mehr nicht. Braucht man eigentlich ein Zeugnis oder so? Schließlich heißt es ja auch Uni, was ja die Kurzform von Universität ist. Wie gesagt, Neugier reicht. Das klingt alles gut. Wer leitet eigentlich die Kurse? Ich weiß, dass die Dozierenden, also die, die die Kurse leiten, immer Experten und Expertinnen sind, die von ihrem Thema selber begeistert sind. Das können also ganz verschiedene Leute sein. Professorinnen, HandwerkerInnen, KünstlerInnen, Studierende, IngenieurInnen. Aber wie groß sind denn die Kurse? Die Kurse sind zum Glück eher klein, je nach Inhalt. Manche 6, meistens 10 bis 12 Studis. Also die richtige Größe für intensive Arbeiten. Eine Frage habe ich noch. Wo genau findet eigentlich die Kurse statt? Die Kursräume sind aktuell über die ganze Stadt verteilt. Zum Beispiel in der Zeche Karl, dem Haus des Handwerks oder am Heinz-Nixdorf-Berufskolleg. Es werden aber auch Kurse in der Zentralbibliothek, der Volkshochschule und auch auf dem echten Campus der Universität angeboten. Fast hätte ich noch eine Sache vergessen. Wie melde ich mich eigentlich an? Das ist ganz einfach. Auf juniauni-essen.de gehen, den passenden Kurs wählen und unter jedem Kurs gibt es dann ein paar wenige Felder, die ausgefüllt werden müssen, um sich anzumelden. Das war's. Also Leute, jetzt wisst ihr schon einmal mehr. Als nächstes stellen euch Anna, Marlene, Ronja und Rana die Kurse vor. Viel Spaß! Die Kurse sind echt vielfältig. Die Schwerpunkte sind bei Naturwissenschaften und Technik, Mathe und Informatik, Geistes- und Sozialwissenschaften. Es geht aber auch um Kultur und Geschichte. Dessen Neugier, der immer noch nicht geweckt ist, findet auch Kurse, in denen es um Medizin, Gesundheit, Ernährung und Bewegung geht. Also sollte jeder und jede etwas finden. Was nicht unerwähnt bleiben sollte. Es gibt eigentlich immer Kurse zu 3D-Druck, Backen, Programmieren, etwas mit Natur. Und nicht zu vergessen, Computerspiele kann man an der Junior Uni Essen auch entwickeln. So, jetzt wollen wir aber endlich mal wissen, was MINT ist. Josh, Lucky, Felix und Bennett erklären jetzt ganz schnell, was das ist. Hallo Leute, wir stellen das Thema MINT vor. MINT ist ein sogenanntes Akronym, dessen Buchstaben für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik stehen. Letzteres habe ich verstanden, aber was bitte ist ein Akronym? Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache sagt, ein Akronym ist ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildet wird. Aber was hat das jetzt mit der Junior-Uni zu tun?
Die Junior-Uni hat besonders viele Kurse aus diesem Bereich. MINT ist also der Themenschwerpunkt der Uni. Jedoch ist wichtig dabei, dass die Umwelt mitgedacht und aufgezeigt wird, wie man verantwortungsvoll handelt. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt wollen wir aber noch wissen, was das Motto der Junior-Uni, nämlich sei so neugierig, wie du willst, bedeutet. Dafür geben wir wieder ab an Emilia, Emily und Milena. Was bedeutet neugierig sein für dich? Also neugierig sein für mich bedeutet, alles entdecken zu wollen. Dass ich was kennenlernen will, was ich noch nicht weiß. Außerdem haben wir gefragt, was einen neugierig macht. Da kamen ein paar spannende Dinge raus. Wenn ich etwas mitbekommen habe, was ich noch nie mitbekommen habe und das mich interessiert. Ich bin neugierig, eigentlich immer auf der Welt. Ich möchte alles dann irgendwie entdecken. Zum Schluss treibt uns unsere Neugierde, hinter welche verschlossenen Türen die Teilnehmenden hier in Essen noch gerne schauen würden. Ich würde mir vielleicht gerne mal ein Fußballstadion oder sowas angucken. Also ich möchte gerne mal selber im Kino spielen. Aktuell sind die Lernorte der Uni noch über die ganze Stadt verteilt. In Zukunft soll sie aber zusätzlich ein eigenes Gebäude bekommen. Wir haben also mal bei den Studis nachgefragt, was so ein Gebäude alles beheimaten sollte. Es braucht technisch gut ausgestattete Räume. Also schnelle PCs. Eine Mensa mit einem Buffet. Einen Schokobrunnen. Lasertag. Und dass man in den Pausen zocken darf. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr noch mehr Infos über die Junior-Uni Essen haben oder euch für einen Kurs anmelden wollt, dann geht doch einfach auf junioruni-essen.de. Und wir sagen mit hochachtungsvollen Grüßen die JUE.